Ja, nur ist das eine richtig scheiß Flocke. Ja, das kann man jetzt nicht anders sagen. Das ist jetzt eine richtig scheiß Flocke, weil ich habe die Kamera nicht beim Gassi gehen bei gehabt. Ich habe nur Aufnahmen, wie ich in diese Kamera reinquatsche. Heute ist Dienstag, der 29.03.2016 und eigentlich ist heute Montag, weil gestern fühlte es sich an wie Sonntag. Also ist heute mein Montag. ja, momentan scheint die Sonne, wie ihr gerade seht, aber es soll innerhalb der nächsten Stunde regnen. Deswegen und vor allem, weil ich eigentlich keine Lust habe, die Kamera heute mitzuschleppen, gehe ich jetzt mit dem Hund Gassi ohne Kamera. Obwohl ich mich wahrscheinlich wieder ärgern werde, weil diese Kamera doch schneller einsatzfähig ist als dieses Handy, wenn ich was aufnehmen möchte. Naja, über den Idioten gestern wollen wir uns nicht mehr aufregen. Ist auch egal. Ich ziehe mich jetzt an, dann gehe ich Gassi mit Cookie. Nehme allerdings nur das Handy mit, wie gesagt. So, auf geht's. Und warum ich die Kamera aber eigentlich nicht mitnehmen will. Wie gesagt, ich habe nicht so die Lust. Ich muss ein bisschen nachdenken. Und das kann ich besser, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, wie ich noch ein Video zusammenbekomme. Ja, ich habe ja gestern erwähnt, dass ich Bewerbungen schreibe. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich jetzt ein paar Blindbewerbungen abschicken werde hier auf der Insel. Zu Unternehmen, die mich ja interessieren. Aus verschiedenen Gründen. Und ich finde, so eine Blindbewerbung schreiben ist nicht so einfach. Bei einer normalen Bewerbung auf einer Stellenanzeige schreibst du hin. Bewerbungen auf die Stellenanzeige von da und da und so. Das, was alle halt schreiben, mehr oder weniger. Klar, musst ein bisschen auffallen, aber hast einen Ansatzpunkt, wo du anfangen kannst. Bei einer Blindbewerbung ist es schwieriger, finde ich. Weil du musst schon schreiben, warum gerade bei ihnen jetzt, obwohl du nicht mehr weißt, ob sie suchen und so. Naja. Und ja, wenn ich die Kamera halt nicht mitschleppe und mich darauf auch noch konzentriere, kann ich besser nachdenken und überlegen. Und weil es sind schon so ein, zwei Unternehmen bei, wo ich wirklich gerne arbeiten würde, in dem Bereich, was ich ihnen vorschlage, aber ja, mal schauen. So, wieder zurück vom Gassi gehen und ich habe es tatsächlich bereut, dass ich die Kamera nicht mit hatte. Erstens hat es noch nicht angefangen zu regnen. Also eben kamen die ersten Nieseltropfen. Also hätte ich die Kamera noch locker mitnehmen können. Aber es kam, ich glaube, Dammwild war es. Dammwild sprintete plötzlich vor uns aus dem Wald. Und ich habe es erst nur rascheln hören, habe den Hund schnell an die Leine genommen, weil ich ging davon aus, dass es ein anderer Hund ist und Kugi ja gerade läufig ist. Und dann war es halt Dammwild. Und ja, selbst wenn ich gewollt hätte, das iPhone wäre halt nicht so schnell bereit gewesen. Ja, aber wie gesagt, manchmal hat man auch keine Lust, die große, schwere Kamera hier irgendwie mitzunehmen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich gern diese G7X hätte von Canon. Erstens, weil es wirklich eine perfekte Kamera zum Vloggen ist. Durch den Klappbildschirm und die Auflösung und die Qualität ist echt Hammer. Bei den Bildern, die ich bisher gesehen habe von der Kamera. Und ja, der größte Vorteil, dass sie noch so kompakt ist, dass ich sie in die Tasche stecken könnte und halt nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss, wie die DSLR hier und so trotzdem immer noch eine Hand frei hätte. Sonst, wenn ich Gassi gehe, eine Hand die Leine, andere Hand die Kamera, wird es schon manchmal kompliziert. Naja, das sind so die Leiden eines Vloggers. Die Probleme eines Vloggers, wie auch immer. Ich muss mich jetzt an den Rechner setzen und arbeiten, was tun. Deswegen war es das erstmal für das Vlog. Nein, war es noch nicht, aber also ich möchte es jetzt noch nicht beenden, obwohl es eigentlich das Sinnvollste wäre wahrscheinlich. Aber ich brauche auch keinen Zeitraffer aufnehmen, wie ich am Rechner sitze. Ja, mal sehen. Ich muss erstmal arbeiten, mal sehen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Das Vlog nach der Arbeit beenden habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Ja, aber ich habe heute auch nichts mehr aufgenommen. Und das war auch deswegen, weil meine Laune heute Vormittag und nachher auch über den Rest des Tages irgendwie immer schlechter wurde. Ich weiß auch nicht warum. Ich war so angepisst. Die Menschen um mich rum, die haben mich so angenervt, ehrlich. Ihr könnt von Glück reden. Nee, ich kann von Glück reden, nicht ihr. Euch wäre es egal gewesen, aber ich kann, glaube ich, von Glück reden, dass ich hier vor Arbeit kein Handy benutze, weil ich hätte so vom Leder gezogen, glaube ich. Und hätte mich so um Kopf und Kragen getwittert oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte
über jeden Scheiß meckern können. Naja, inzwischen geht's wieder. Ja, aber ich war echt so genervt. War so angepisst und ich weiß nicht mal warum. Es gab nicht wirklich einen Grund. Ja, es war irgendwie meine eigene Unzufriedenheit. Ich setze mich da noch 2 Stunden in den Rechner jetzt und tu was. Tut mir leid für dieses doch sehr eintönige Vlog, aber irgendwie war heute zumindest den Tag über nicht so viel mit mir anzufangen. Okay, mal schauen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage hoffentlich bis morgen. Tschüss. Das wirklich Ärgerliche daran ist halt nur, dass es immer dann passiert, wenn die Kamera gerade aus ist, ich keine Kamera dabei habe oder nicht so schnell anmachen kann. Das ärgert mich dann richtig. Irgendwie weiß ich noch nicht, wann ich die Vlogs fertig schneiden soll. Jetzt hänge ich ja, dadurch, dass ich heute keins veröffentlicht habe, ich habe nicht mal angefangen, einen zu schneiden, hänge ich ja wieder einen Tag zurück. Noch einen Tag mehr. Sind 5 Tage inzwischen? Oder wie? Ich, keine Ahnung, ich glaube 5 Tage hänge ich inzwischen hinterher. Das ist ziemlicher Mist. Und ich weiß auch nicht, ich hänge so ein bisschen fest. Ich schreibe gerade so Bewerbungen, das wisst ihr. Und bin mir halt aber unschlüssig, ob das. Ja, wie soll ich sagen? Nee, unschlüssig auch nicht, aber es kostet irgendwie so Überwindung, den Arsch überhaupt hochzukriegen und das versuchen, weil das ein kompletter Neuanfang wäre. Ich will aus der Gastronomie raus, ich will aus der Küche raus, ich bin 38, ich kann das nicht mehr lange und ich will das auch nicht mehr lange. Es ist anstrengend, es ist ein schwerer Job, den ich trotzdem irgendwie immer noch gerne mache und so, aber ich will was Neues. Ich will einfach aus der Küche raus, das ist nichts mehr. Ja, es macht mich nicht mehr so glücklich und ich brauche Abwechslung. Ja, keine Ahnung. Natürlich würde ich mich am liebsten selbstständig machen und sagen, so, hier, jetzt, Schluss, auch vorbei. Hier ist es hier, ich mache für euch Videos, ich mache für euch Social Media Kram oder so. Aber ja, wie stellt man es an? Ich weiß es nicht, weil irgendwelche Mails schreiben an Unternehmen, Kaltakquise sozusagen, darf man nicht, ist verboten. Und von alleine kommen sie aber auch nicht. Und ja, klar, ich müsste hier in Social Media, ne, klar, mich da groß präsentieren und so, muss aber auch einen Haufen Kohle reinstecken dann, dass jeder Facebook-Post hier sehen wird und Werbung machen für den und so und dann springt am Ende doch noch nichts bei rum, weil ja, dieses Geld muss auch erstmal da sein und ja, Türklinken putzen, ja, wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, aber das ist so eine Sache, die würde bei mir nicht funktionieren. Also wenn hier jemand an die Tür klingelt und sagt, hier, ich bin der große Fotograf und ich möchte gern für dich arbeiten oder so. Glaube ich nicht, dass das bei mir funktionieren würde. Da müssten schon ein paar Sachen zusammenkommen. Aber ja, von daher glaube ich auch nicht unbedingt, dass es so funktioniert, dass ich jetzt irgendwo hingehe und sage, hier, da bin ich. Ja, also ich möchte schon die Insel ungern verlassen eigentlich. Also im Grunde ist schon ganz angenehm so mit Meer vor der Tür. Für einen Hund ist es toll. Ohne Frage, Jens ist hier in der Nähe. Ich würde liebend gern mit Blivico, wie gesagt, selbstständig sein und das irgendwie bringen, aber ich weiß momentan echt nicht wie und ich bräuchte da echt Hilfe, aber tja, schwer. Zumal man das Gefühl hat, dass ich meine, hier gibt's, weiß ich nicht, Hotel an Hotel die ganze Promenade lang. Und du kannst zu dir hingehen und sagen, hier, ich mache Social Media Kram. Und jedes zweite Hotel oder jeder zweite Mensch von dem Hotel, der da vor dir sitzt, hält das, glaube ich, für Schwachsinn oder Hokus Pokus oder denkt auf jeden Fall, nö, das hier macht unsere Sekretärin oder die Dame von der Rezeption nebenbei und das reicht ja und Facebook reicht ja und ja. Und so funktioniert das aber nicht. Und das sehen sie irgendwie noch nicht, weil sie im Grunde noch nicht so weit sind hier oder ja, weil sie noch ein bisschen blauäugig, blind daran gehen.
wie auch immer, ich weiß nicht. Ich meine, ich brauche nur einmal quer gucken. Ich sehe so viel Potenzial, was möglich wäre, was für einzelne Unternehmen oder generell möglich wäre. Und denk so, Mensch, warum machen die das nicht? Das kostet kaum Geld, das wäre bam. Aber es passiert halt nicht. Und wenn du es ihnen vorschlägst, versprechen sie dir 1000-mal hoch und heilig, ja, wir melden uns nächste Woche auf alle Fälle und nichts passiert. Weil, ich weiß nicht warum, weil sie glauben, ja, lass die mal quatschen, das ist Blödsinn, das glaube ich ihm nicht, keine Ahnung. Und, ja, das Problem ist, wie gesagt, wenn sie irgendwas machen, machen sie nur Facebook und das macht dann irgendwie die Sekretärin oder die Rezeptionsdame oder irgendwer nebenbei. Und so endet das dann jedenfalls auch. Und dann gehen sie aber mit der Erwartung ran, dass sie jetzt eine Facebook-Seite starten und dann geht das durch die Decke und der Umsatz wird sich verdoppeln oder so. Und die Buchungen werden ansteigen und jeden Tag wird das Hotel komplett ausgebucht sein. Und dann passiert das aber natürlich nicht, weil warum sollte das passieren? Und dann sind sie enttäuscht und halten das für Hokuspokus. Dabei sehe ich Social Media eher als ein Tool, um die Marke zu positionieren und die bestehenden Kunden zu binden. Also nicht unbedingt Neukunden zu gewinnen, natürlich auch, aber in erster Linie eigentlich die Kunden, die da sind, an der Marke zu binden und ja, und selbst wenn sie nicht hier sind, immer wieder daran zu erinnern, dass hier das Hotel XY ist oder so, in dem sie so schon so tolle Urlaubstage verbracht haben und da, naja, ihr versteht. Ja. Irgendwie bin ich halt ein bisschen ratlos gerade und naja, also ein Traum wäre wirklich selbstständig und für mehrere Unternehmen vielleicht Social Media zu machen, auf jeden Fall Videos zu machen natürlich und ja, darauf würde ich mich ja konzentrieren und fokussieren. Aber irgendwie weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll und wie ich es am besten angehen soll, dass ich es kann, dass ich Erfolg haben könnte und natürlich auch meine Kunden dann in dem Sinne zum Erfolg führen könnte. Davon bin ich überzeugt, das weiß ich. Das steht für mich außer Frage. Aber dahin zu kommen, finde ich extrem schwer und ja, wie gesagt, ich weiß nicht so recht, wie wir es gerade angehen sollen. Ich kann es mir nicht leisten, jetzt meinen Job zu kündigen und zu sagen, so, bam, hier bin ich. Und dann habe ich einen Monat vielleicht Flaute, an dem ich mir aber den Arsch aufrake, damit ich den nächsten Monat vielleicht den ersten oder die ersten zwei oder die ersten drei Kunden hätte. Und ich würde mir den Arsch aufreißen. Für mich gibt es keine festen Arbeitszeiten oder Feiertage, Urlaubstage. Hatte ich vorher nie und werde ich auch nicht haben. Und schon gar nicht, wenn man diesen Job dann wählt. Aber ich kann es mir halt nicht leisten, zu sagen, bam, jetzt schmeiße ich alles hin, was bisher da ist und konzentriere mich da voll drauf und ziehe es dann durch. Ich habe ja, einen ganzen Arsch voll Schulden. Aber irgendwas muss passieren. Also definitiv muss jetzt was passieren. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich muss raus. Ja, und am liebsten eigentlich hier oben bleiben, weil es wäre irgendwie am einfachsten. Oder Uckermark. Uckermark wäre eigentlich auch ganz cool, aber ist so, naja. Aber die beste Alternative ist wahrscheinlich Berlin. Naja, also ich bin eher dabei, erstmal Stellen rauszusuchen, die in Frage kommen. Und irgendwie hoffe ich noch auf die zündende Idee zu sagen, okay, jetzt doch selbst. Naja, wie auch immer. Tschüss.